Kommen wir zum zweiten Teil der essbaren Pflanzen um diese Jahreszeit. Hier haben wir den Spitzwegerich. Dieser wird seit der Antike eingesetzt durch diese wahnsinnig schönen, wundheilenden Eigenschaften. Aber auch bei Gicht zum Beispiel wurde er und wird er heute noch eingesetzt. Vor allen Dingen kennen wir ihn aber als Husten- und Schleimlöser. Es ist eine frostharte Pflanze, weshalb auch um diese Jahreszeit, wenn es wirklich noch kalt ist, einfach der Spitzwegerich schon vorhanden ist. Und du kannst grundsätzlich aber auch den Breitwegerich zu dir nehmen. Der ist antimikrobiell, antibiotisch und entzündungshemmend, innerlich und äußerlich. Und wir haben hier mit Flavonoiden, Gerbstoffen zu tun, aber auch Kalium, Zinn und die Kieselsäure vor allen Dingen und die Schleimstoffe, die allesamt die Atmungsorgane sehr schön unterstützen, kräftigen und aufrichten. Hier ist das Wiesen-Scharbockskraut, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Das könnt ihr nämlich bitte nur dann ernten, solange es noch nicht hier in die Blüte gelangt ist, weil dann entwickelt es einfach toxische Stoffe auch im Blattwerk, sodass es dir in der Ernährung gar nicht wirklich hilfreich wäre. Hier ist ein sehr schönes Exemplar des Lungenkrautes, Pulmonaria officinalis. Officinale, weil es ins Offizin geschafft hat, diese Pflanze als heilkräftig anerkannte Pflanze. Offizin ist derjenige Teil der Apotheke, in der die Heilpflanzen verarbeitet werden. Es ist eine Merkurpflanze, weil du hier zwei Blütenfarben ineinander finden kannst. Und das Lungenkraut ist nur ursprünglich darauf geschlossen, weil die Lunge so ein bisschen auch einfach diese Flecken haben kann oder hat. Ist tatsächlich stimmig. Nicht jede Art der Signaturenlehre funktioniert. In diesem Fall ist es tatsächlich so. Die Kieselsäure darin ist bis zu 3% enthalten. Du hast Kalksalze, Kalium, aber auch einen natürlichen Aluminiumgehalt in der Pflanze. Deswegen nur partiell einsetzen, aber bei Atemwegsinfekten hat es eine befeuchtende, schleimbildende Eigenschaft, bei Bronchitis und aber auch bei Heiserkeit, deswegen auch eine sehr schön gut geeignete Pflanze für Sänger oder Bühnensprecher und Ähnliches. Direkt nebendran haben wir hier den Beinwell. Beinwell in der Küche einzusetzen ist nur dann sinnvoll, wenn du dich wirklich sehr, sehr gut auskennst, weil wir hier wie beim Huflattich auch die Pyrrolizidin-Alkaloide im Blattwerk haben. Wenn du den in der Küche verwenden möchtest, dann warte doch auf die Blüte. Da kannst du einfach ab und an von der Blüte so ein klein wenig was einsetzen. Und ansonsten nimm den bitte nur dann her, wenn du dich sehr gut auskennst. Gut, wir können natürlich nicht die Wildkräuterernährung ohne die Brennnessel hier beendigen. Brennnessel, egal ob die große oder die kleine, die Urtica urens oder die Dioica, kannst du beide einsetzen, haben natürlich beide das Nesselgift. Dazu, wenn du sie frisch verwenden möchtest, die Pflanze oder die Blätter einfach rollen in dem Blatt und mit dem Nudelholz drüber wellen, sodass das Nesselgift, das Histamin rauskommt aus diesen nesseltragenden Drüsen. Dann hast du aber eine wunderbare Pflanze, die ein Vitamin A, C, D, K beinhaltet. Auch wieder das C in Kombination mit dem Eisen perfekt kombiniert. Du hast Calcium, Phosphor, Kalium mit drin. Eisen ist meines Wissens sogar bis zu 6%. Silizium, Kupfer, Schwefel, Magnesium, Kieselsäure auch zur Stabilisierung deines Bindegewebes und deiner gesamten Struktur. Eingesetzt wird die Pflanze bei Durchblutungsstörungen, Gelenkerkrankungen, klassisch auch im Frühjahrstonikum. Kannst du beigeben in Süppchen, in Pesto, in Salat. Auch die Samen sind nachher essbar. Und es gibt so einen netten Spruch, das Kraut kenne ich, sagte der Deibel und setzte sich in die Nesseln. Hier ist noch ein relativ kleines Exemplar der Knoblauchsrauke. Die zumeist zweijährige Pflanze ist ein Kalkkeimer. Wenn du dir die im Garten holen möchtest, dann solltest du das beachten. Kalkkeimer brauchen eine Frostphase, damit die einfach wachsen können. Die ist verwandt mit dem Senf, dem Hirtentäschel oder dem Barbarakraut. Ist etwas milder als Knoblauch oder Bärlauch.
auch nicht zu trocknen, ähnlich wie beim Bärlauch. Ansonsten machst du einfach ein Pesto, um dir die Senfölglykoside, die Saponine, das ätherische Öl zunutze zu machen, was entzündliche Prozesse vor allen Dingen auch in der Mundschleimhaut, beim rheumatischen Formenkreis oder bei Erkältungserkrankungen Sinn macht. Entgiftend ist es zudem, wie es der Bärlauch auch ist oder der Knoblauch. Und als letzte Pflanze für heute, damit ihr auch verinnerlichen könnt, was ihr jetzt gehört und gesehen habt, haben wir hier den Giersch. Giersch ärgert so viele im Garten, weil er einfach hartnäckig sein kann. Wenn du aber weißt, dass er 300 Mal mehr Vitamin C haben kann, als deine herkömmlichen Salatpflanzen es je haben können, zudem Kalium, Carotin und Eisen, dann ärgert er dich vielleicht nicht mehr, sondern du bist ganz froh und glücklich, ihn zu haben, um gerade hier so die jungen Blätter zu verwenden in deinen Salat oder in deine Rohkost, auch im Smoothie wunderbar geeignet. Dann kannst du dich vielleicht ja sogar darüber auch freuen. Gut, jetzt habt ihr einiges gehört und gesehen. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen Unterstützung gegeben in eurer Ernährung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, meldet euch gerne. Und weitere Videos dieser Art folgen. Alles Liebe, passt auf euch auf.